Das Spiel ist ab 12 Jahren. Solltet ihr noch nicht so alt sein, dann schaut euch lieber ein anderes Video an. So, ich würde gerne einen... Wo ist er? Shunkingsaurus ausbrüten. Dann Schnapper 300.000. So, wie sieht das jetzt hier aus? Da ist hoffentlich nur einer bei fehlgeschlagen. Ach Quatsch, das ist die Beobachtungsstation. So, hoffen wir mal, dass das jetzt was bringt. Ja. Und wir sollten, wenn wir schon dabei sind, eben von gesprochen haben, vielleicht die Upgrades an, wo war das? Hier. Erfolgsrate 100.000. Das machen wir auch mal. Ja, hätten wir dran denken sollen. Naja. Ja, ich glaube nicht, dass jetzt direkt noch einer fehlschlägt. Aber dann haben wir wenigstens schon mal 10% mehr. Oh, haben wir mehr Leute im Park als eben? Ne, 1200, das sieht so voll aus. Schönes Wetter, sie sind alle auch nicht in den Läden. Wir sollen mal ganz kurz vielleicht gucken, Verwaltungsbüro, wie sieht das denn hier aus? Hohe Nachfrage nur bei den Beobachtungsposten? Also jetzt wäre doch cool, wenn man so eine Art Hotdog-Stand bauen könnte, oder? Ja, in der Nähe von den Beobachtungsposten, ja, wollen die was essen, damit ne? Damit du jetzt nicht so ein Fastfood-Teil direkt wieder hinsetzen musst, weißt du? Also das wäre doch cool. Hm. Ja, das ist das Spiel etwas eindimensional. Hier ist eine geringe Nachfrage, warum auch immer, ne? Ja, weil da wahrscheinlich... Ja, aber der ist doch näher... Nee, der ist näher hier dran als an dem. Aber ich baue jetzt nicht zwei Fastfood-Restaurants hier hin. Hier haben wir eine geringe Nachfrage nach Geschenken. Also nach... Aufmerksamkeiten, Souvenirs. Souvenirs, genau. Souvenir. Spaß, hier oben viel Spaß. Hohe Nachfrage nach Spaß. Als die Pflanzenfresser wahrscheinlich sind. Cash, Unterhaltungskosten, 12.000, Gewinn, 12.000. Wir machen also gerade Verlust. Aber worauf ist das? Das ist auf... Ah, Souvenirladen, das haben wir eben eingestellt. Darauf ist es bezogen. Oder wie? Warum machen wir denn da Verlust? Gute Frage, nächste Frage. Ich finde es aber schade, dass man viele Lücken im Gelände hat und die da nicht mit irgendwas noch füllen kann. Oh. Ich habe auf Strom nicht geachtet. Hehehe. It's the final counter. Ja, nee, ist toll. Also wir haben jetzt zwei Pflanzenfresser und ich lasse die jetzt erstmal nicht frei. Den Pflanzenfresser kannst du noch freilassen. Fleischfresser meine ich. Ja, den kann ich freilassen, das stimmt. Gucken wir uns den neuen an. Der Shunkingsaurus, dieser, ne? Ja. Oh, der kommt nicht hoch, der ist zu schwer. Den hier kenne ich. Ein Pflanzenfresser namens Shunkingsaurus. Shunkingo. Wo wurde er wohl erstmals entdeckt? Und sagen Sie jetzt nicht, Wissenschaftler hätten keinen Humor. Shunkingosaurier können mittelgroßen sozialen Gruppen zusammenleben. Sie tolerieren Saurier anderer Spezies, wollen allerdings nicht in Unterzahl geraten. Da, da, da. Somit hätten wir schon hier das Rätsel gelöst, warum der sozial sehr bescheiden aufgestellt ist. Ich habe gerade nicht gelesen, was oben stand. Forschung abgeschlossen. Okay, hier fehlt der Weg. Ja, ich meine, die Meter, die treten noch da alleine rüber. Was ist denn daran so schlimm jetzt? Ah, das sieht jetzt super aus. Wartet mal kurz. Ungenutzter Strom. Willkommen. Der hat Verbindung und hat Strom, ne? Wir hatten eben nur eins frei. Ich blick da nicht so ganz durch. Haben wir jetzt irgendwo keinen Strom? 0, 1. Ja, höchstens auf den Zäunen. Aber das wird doch nicht angezeigt. Ja, das ist ja genau das, was mich gerade irritiert. Oder?
Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Heißt das, dass das ein Stromzaun ist oder heißt das, dass der gerade keinen Saft hat? Nee, das heißt, als er eben keinen Strom hatte, waren da so rote Zeichen bei. Ah, okay, dann das macht Sinn. So, alles cool. Hoffe ich. Wie sieht das jetzt eigentlich hier aus? Oh, der muss nachgefüllt werden, dann machen wir direkt mal beide. Weil der wird da oben auch schon so langsam, ne, leer gehen. Der hat dann noch gar... 4 von 10, ja, komm, machen wir direkt beide. Kann ich es nicht vergessen? Ja. Wenn die auch nur 6 reinschmeißt. Ach nein, ach komm, was soll's. Komm, wir machen es selbst. Selbst ist der Mann. Ich fahre gerade falsch, merke ich, weil ich komme da ja gar nicht rein da hinten. Ich muss ja hier rein. Na Jungs? Oh, der guckt ein bisschen skeptisch, der Edmund. Schließe auffüllen ab. Raptoren hier leerlaufen vom Futter. Ach Quatsch, Raptoren sind ja die Dinosaurusse. Da freuen die sich, da gibt es direkt wieder Futter. Wurst aufs Brot. Na! Hoffentlich haben wir die Witzigste, oder? Hat er jetzt irgendwie... Ne, alles gut, hat keine Gesundheit verloren. Das wäre es jetzt auch gewesen, ne? Er hätte sie nie wieder fahren dürfen. 2% Park überbefüllt. Hotels erhöhen die Besucherkapazität der Insel, wodurch mehr Gäste im Park übernachten können. Jetzt ist die Frage, ist das auf Hotel oder wirklich auf den Park bezogen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Der Park kann doch nicht so viel Kapazität haben, würde ich mal behaupten. Ja, ne? Besonders hier können die jetzt noch schön vom Hotel aus. Okay, da gibt es noch nichts zu sehen, ne? Pass auf, ich würde doch... Lass die doch mal frei noch hinten. Ja, Moment, mache ich jetzt gleich. Ich würde ganz gerne noch schnell die 2 Sachen doch freischalten. Ah, die haben wir schon freigeschaltet, ne? Ach, die haben wir doch übernommen. 1 von 3 haben wir schon, oder? Okay. Ja, ich habe die doch beim ersten Mal freigeschaltet. Habe ich das nicht getan? Vielleicht übernimmt er das von der vorherigen Insel? Ja, wahrscheinlich ja nicht. 5 Minuten dauert das jetzt, okay. Ja, wir lassen die in der Zeit mal frei. Unsere Raptoren. Sie drunter auch noch freilassen? Ja, ich muss kurz warten. Ach so. Oh, ein Sturm nähert sich. Tja, wer hätte es gedacht? Wir haben auch Glück. Meine Damen und Herren. Oh, der geht aber ab wie ein Zäpfchen, wa? Sturmwarnung. Stufenwarnstufe ist auch gut. Sturmwarnstufe. Schutzräume öffnen. Nee, warte, alle öffnen. Sie geben wohl wirklich nie auf. Wir möchten mehrere wie Sie. Oh, die einen, die laufen, die sind gar nicht entspannt. Ich finde das Wetter nicht so schlimm. Oh, jetzt läuft sie auch. Hast du gesehen? Das ist typisch deutsch. Der hat sich erst hinten in der Reihe angestellt und dann sind die losgelaufen. Aber sie knubbeln sich auch ein bisschen in ja, so Panik. Ein bisschen, ne? Hier unten, das sieht aber genauso aus. Oh, Regenbogen. Jetzt laufen die 5 Stunden lang und dann ist alles wieder vorbei. Ja, oder? Ja, wahrscheinlich. Jetzt Regenschirme verkaufen, das wär's. Ja. Den Preis für Regenschirme setzt man kurzfristig auf $50 hoch. Nur Schutzräume, okay. Keine Beschädigung, das wär's jetzt.
Und wir schicken nochmal ein Expeditionsteam los. Wir brauchen immer noch den einen Saurier da, ne? Den, den es da rechts in China nur gab. Hier. Da hat man nichts mehr. Ja, der Chungkingosaurus. He is new. Nein, da wollte ich nicht hin. Achso, der Raptor, ja. Den hatten wir immer noch nicht. Den haben wir uns noch nicht angeguckt. Genau. Schön. Soundeffekt. Schön. Achso, ja, das hab's so. Der haut ab. Ist es denn möglich? Hallo, ich will raus hier. Wieso geht der Rechtsklick nicht? Ja, ihr bleibt mal schön alle in euren Räumchen drin, weil ich muss mal den Zaun reparieren. Du musst der Dino hin? Ja, der ist hier vorne, alles gut. So, los geht's. Das trifft sich gut, weil die jetzt sind die alle schön in Schutzräumen drin. Ja, bleiben sie auch noch drin. Ja, da gibt's wenigstens keine Panik. Die kriegen gar nichts mit. Die denken, die Türen klemmen, schönes Wetter, wir können nicht raus. Dauert halt noch einen Moment. So. Dann holen wir den schnell ab und packen den wieder hier rein. Zum Einsammeln des Produkts unter. Alles schön, so. Was ist denn jetzt mit dem Zaun? Haben die denn jetzt mal. Ach, das läuft der nächste weg. Wieso reparieren die denn nicht? Ich hab die doch losgeschickt. Trupp reagiert auf Reparaturanfrage. Ja, wollt ihr mich. Die sitzen, die stehen doch auch da. Da ist nur einer weggelaufen? Ja, da ist noch einer abgehauen. Ich weiß, jetzt siehst du den natürlich noch nicht mehr, ne? Nein, das wollte ich nicht. Da oben? Oh, da oben. Hier. Oh, Scheibe, die Raptoren sind raus. Oh nein. Ja, das ist natürlich gut, dass wir jetzt wirklich alle noch im Schutzraum sitzen. Ja, das hat er ja früh angezeigt, dass der Zaun kaputt ist. Bestätige Anfrage für Reparaturtrupp. Wo sind sie denn dann? Bestätigt. Können die eigentlich komplett abbauen? War es nur einer oder beide? Ich meine beide, ne? Ich sehe den anderen aber nicht mehr. Ich glaube, es ist immer nur einer abgehauen, ne? Nein, da wollte ich nicht hin. Darauf. Ja, das hast du, aber wo ist der andere? Im Gehege ist er nicht. Hier haben wir unsere zwei, drei drin sogar. Aber wo ist der zweite Raptor? Den haben wir schon freigelassen eben. Der ist nicht im Gehege. Ist einer komplett stiften gegangen? Können die komplett von der Insel abbauen? Keine Ahnung, scheinbar, weil... Ja, das fände ich jetzt aber nicht so nice. Produkt wird eingesammelt. Ja, keine Ahnung. Aber wir werden es jetzt sehen. Wir lassen die Leute wieder raus. Und wenn die irgendwo laufen gehen, müssen wir das ein Saurier. Das geht immer gut. Alle schließen auch. Alles gut. Expedition ist zurückgekommen. Ja, ich mache mir gerade nur ein bisschen Sorgen wie einem Raptor. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Weil du meinst, er findet sein Fressen auch allein, ne? Ja. Produkt in der Luft. Ah, das ist aber blöd jetzt, ne? Okay, was soll's, wir werden sehen, was passiert. So. Ja, den Chungking Kong, wir haben nur den. Das hat nichts gebracht. Wir haben nur den bekommen. Ach, schöne Bescherung. Schon wieder Soundeffekt. Was? Dinosaurierbedrohung. Unten links. Ja, die geht nie ab. Warum ist denn da schon wieder der Soundeffekt? Laufen die jetzt amok oder was? Unterwegs zur Reparatur.
Ah, super. Jetzt habe ich die gerade rausgelassen. Lege weitere Aufgabe fest. Das ist noch einer, meine ich. Wo? Nee, ist nur einer hier. Ja? Okay. Der hier. Und schlaf schön. So. Dann kommst du auch wieder hier rein. Zur Abholung des Produkts unterwegs. 1,4 von 5. 1,5 Stern. 1,3. Ja. Das ist wahrscheinlich, weil einer ausgebüxt ist. Annehmbare Vielfalt, aber geringe Sicherheit. Schutzraumsicherung miserabel. Oh, brauchen wir mehr Schutzräume? Scheinbar. Ich hätte eigentlich gedacht, wir haben mehr als genug. Wundert mich ein bisschen, aber na gut. Wir bauen bei den Raptoren hier oben noch einen. Warte mal. Da können wir keinen mehr hin, ne? Das wird nicht passen. Schade. Aber da links passt es doch hin. Links beim Hoteleingang. Ja, das bringt aber nichts. Da müssen die von hier nach hier laufen. Wir können, ah gut, du meinst einfach nur als zusätzlichen so. Ja. Wird transportiert. Das passt auch nicht hin. Das ist doch blöd hier geregelt. Warte mal, hier. So, weißt du, für die, die im Hotel sind, haben dann direkt auch einen Schutzraum vor der Nase. Immer noch eins ausgebüxt? Ach, guck mal, das ist der andere Raptor. Nee, das ist der zweite. Alles gut, okay. Ich dachte gerade schon, der Zaun wäre wieder kaputt. Kommt auf die Liste. Jungs, strengt euch an. Vielleicht solltest du die Schutzräume mal öffnen. Zustellung wurde ja, die laufen alle weg. Die kommen jetzt eh nicht hin. Der ist ein Baum und hier unten sind die anderen beiden. Egal, was ich mache, die haben Pech gehabt. Aber ich kann es ja mal machen, komm. Vielleicht gibt das eine bessere Bewertung. Das meinte ich ja damit. Nein, nein, falsches. Hier rein. Der Raptor. Das wäre jetzt nicht gut gewesen, den Hund reinzusetzen. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Finden Sie mithilfe des Expeditionszentrums ein Huayangosaurus-Fossil. Ja, das ist unser Problem eigentlich. Aber ja, machen wir natürlich. Ich glaube, jetzt kannst du die Schutzräume wieder gleich schließen, ja, oder? Ja, mach ich gleich. Ich lasse jetzt erstmal kurz den da in die Luft heben. Das können wir alles verkaufen, ne? Machen wir auch direkt. So. Wenn wir genug Platz haben. Ich glaube zwar nicht, dass so viel dabei rumkommt, aber wer weiß. Das war noch Velociraptoren. Das ist nur hier das, ne? Ja, nur die eine Stelle. Glaubwürdig. Für alle in der Unterhaltungsabteilung. Mich inklusive. Wenn du das sagst. Weil die in den Schutzräumen sind. Liebe Gäste, wir möchten uns für alle wiedersehen. Meinst du echt? Transport hat begonnen. Mhm. Kann ja keiner was einkaufen und so weiter. Ja gut, das stimmt. Ja, vielleicht braucht das eine Zeit. Wir gucken gleich mal drauf. Oh nein! Was ist denn hier los? Warum ist denn andauernd der Zaun kaputt? Das ist aber immer er hier, ne? Ja, vielleicht machen wir da einen anderen. Verkauf Bau du einen drumrum. Einverstanden. Bestätige Produktzustellung. Nee, es bringt nichts. Wenn du einen drumrum baust, den macht er auch kaputt. Der scheint hier mit irgendwas unzufrieden zu sein. Macht er den immer kaputt? Ja, ja. Ich meine, das war ja eben auch schon mal. Also entweder wir bauen ein neues Gehege. Was hat er denn für... Jetzt guck mal, was er für Probleme hat. Geborgenheit, sozial. Das ist ja der, der nicht gern alleine ist, ne? Ja. Nötig eher ein größeres Territorium mit weitem Grasland und etwas kleinerem Waldgebiet. Können mittelgroße sozialen Gruppen zusammenlegen, sie tolerieren Dinosaurier, andere Spezies wollen allerdings nicht in der Unterzahl sein. Dann müssen wir vielleicht noch zwei, drei produzieren. Ja, aber wenn du Pech hast, dann gefällt ihm das Waldstück nicht oder was weiß ich und dann laufen die alle amok, ne? Weißt du, was ich meine? Verkaufen oder behalten? Ich würde noch zwei andere machen.
Die sollen eigentlich den Zaun reparieren hier. Das kann doch nicht so schwer sein. Kümmere mich um Reparatur.